Also das Bild heißt, lieber schwer tragen als immer ertragen. Und es sagt eigentlich schon sehr viel über nicht nur mein Leben, sondern über das Leben an sich und die Möglichkeiten, die Kinder, Tiere und Frauen auch haben sollten. Also sich durchbeißen ist besser als immer nur rumjammern. Das wäre jetzt die andere Atlas-Variante, ne? Das hört nie auf, schwer zu sein, das Leben. Aber es zu tragen, ist einfach sexy. Das macht Spaß. Weil jeder Meter, den du dich bewegst, jeder Augenblick, den du durchhältst, mehr, macht dich stärker, macht dich stolzer, macht dich freier. Und das ist in der Malerei ganz wunderbar auszudrücken, weil du hast beide Möglichkeiten als ungezähmte Frau. Du kannst auf der einen Seite hingehen und in deinen Bildern Schönheit, Weichheit, Sinnlichkeit, Erotik malen, wie niemand sonst, ja klar. Du kennst es ja, du weißt, wie es geht, du weißt, diesen Farbrausch zu genießen. Gleichzeitig kann aber dein Pinsel auch ein Schwert sein, kann ein Florett sein, kann eine Waffe sein in dieser Welt, die nicht verletzt, sondern anstreicht, markiert, was nicht in Ordnung ist. Und die Balance ist in meinen Bildern das ganz Besondere. Die Balance aus beidem und die Entscheidung der Betrachterin, des Betrachters anzunehmen oder zu verwerfen. Aber das Schöne ist, in meinen Bildern kommt die Wahrheit immer wieder hintenrum zurück und macht dich fertig. Du kannst ein Bild von mir 3 Jahre an der Wand haben, du wirst auf einmal in irgendeiner Ecke etwas entdecken, was du noch gar nicht gesehen hast. Weil in meinen Fixierbildern entreiße ich sozusagen der Abstraktion die Wirklichkeit und umgekehrt. Und du denkst, da ist ein Fleck, und wenn du mal ahnungslos, depressiv in eine Ecke starrst, siehst du, dass statt dem Fleck dort eine sterbende Friedenstaube liegt oder ein sterbendes Insekt oder dir kommt jemand entgegen oder guckt dich an oder es ist eigentlich ein Auge und es zwinkert dir eigentlich zu. Und dieses eigentlich, das lässt sich mit dem Bild leben. Und deswegen sind meine Bilder niemals dekorativ, sie sind niemals beliebig, aber sie sind immer in einer Wand ein Fenster nach draußen und zu deiner eigenen Seele. So. Dafür male ich, dafür lebe ich, dafür werde ich sterben, wenn es sein muss. Wir können, glaube ich, auf jeden Fall mehr tragen und uns mehr zutrauen zu tragen, als wir es im Moment tun. Heute große Demo in Hamburg, bestes Beispiel. Wir können eine Menge bewegen, wir sollten es allerdings auch mal langsam tun. Ich bin Maf Rederscheid. Maf kommt von Mater Angelica Felicitas. Wenn man da noch Rederscheid dranhängt, ist der Tag um. Außerdem komme ich aus einer Malerfamilie. Da haben alle MalerInnen ein Kürzel, einen Namen, sonst bringt man die durcheinander, weil die meisten davon heißen Rederscheid. Meine Großeltern sind als entartete Künstler verfolgt worden und in meiner Familie malte Frau, war frei, malte Mann. War schwierig, schlecht gelaunt, so wie das halt ist bei Künstlern, ne? So, und aus dieser Familie heraus habe ich natürlich in 13 Disziplinen meinen Meisterschüler gemacht, meine Meisterschülerin, was natürlich eine der ersten war, die es gemacht hat, was auch mit entsprechendem Ärger verbunden war, weil zum Beispiel kriegten alle Meisterschüler bei uns dann eine Ausstellung ausgerichtet im Foyer der Kunstschule. Das war so die Ehre des Meisterschülers. Und eines Tages, lange nachdem ich diese zigfache Meisterschülerin war, stand eine Frau vor mir und sagte: Hallo, ich bin Meisterschülerin gewesen, du doch auch. Und die Regina auch und die Maya auch. Und weißt du, was wir alle gemeinsam haben? Ich gesagt: Ja, wie, was? Wir haben keinen Penis. Ja, sag ich, okay. Wir haben deswegen alle keine Ausstellung im Foyer bekommen, weil wir Frauen sind. Ich hatte dumm gedacht, das Frausein wäre jetzt nicht so wichtig, denn Qualität würde gar kein Geschlecht haben. Das stimmte aber gar nicht, weil, wie ich dann zum Dekan ging, sagte der: Ja, Sie wollen ausstellen als Frauen, so als wäre das so eine Maske, die man sich überschwappt. Ja, als Frauen verkleidet machen wir eine Ausstellung. Da war der entsetzt.
Und wir haben das mit Gewalt durchgesetzt, aber richtig nachhaltig mit Presse und allem Gedöns und haben dann eine Frauengruppe gegründet, eine Künstlerinnengruppe, das freudige Ereignis. Wir entdecken unseren Typ und Sie werden sich wundern. Und dann ging es eigentlich los, dass es erst richtig spannend wurde mit der Kunst. Weil die Malerei kann ja schön sein, die kann erhebend sein, die kann Menschen glücklich machen, trösten, in Arztpraxen, überall auf der Welt kann sie entspannen. Wenn ich beim Zahnarzt liege und gucke auf einen MC Escher, bin ich glücklich. Wenn ich all die Treppen gehe, denke ich nicht ans Zahnweh. Also Kunst kann wunderbar sein. Kunst soll aber auch verändern. Und Beuys hat mir mal vorgeworfen, dass ich überhaupt noch male, weil er sagt, das Tafelbild ist tot. Wer malt denn heute noch? Malerei ist langweilig, schon der Prozess des Leinwandbeschmierens ekelt mich. Und ich habe gesagt, ja, Beuys, das stimmt, du hast recht. Aber eins sage ich dir, die Kunstgeschichte stimmt so nicht. Es ist nur die halbe Kunstgeschichte. Frauen haben noch lange nicht alles gesagt, was es in der Malerei zu sagen gibt. Und es ist nicht wichtig, was du malst, sondern was du malst. Und da ist so viel ungesagt, so viel nicht gezeigt. Ich könnte jetzt endlos darüber referieren, der Blick in der Kunstgeschichte auf Männer im Epos, als Helden, als Fabelwesen, als Krieger, als Intellektuelle, als Götter. Ohne Ende gibt es Götter in der Kunstgeschichte. Und dann gucke ich mir die Frauen an, die mit geschürzten Lippen, gewölbten Waden, eingezogenen Bäuchen mir Lust signalisieren sollen. Keine Frau hat in solchen Positionen je Lust gehabt, so völliger Blödsinn. Immer der Blick drauf. Und wenn sie mal ein vernünftiges Output haben in der Kunstgeschichte, dann sind es alte Hexen, leidende Mütter, brennende Hexen, Sklavinnen. Das Frauenbild in der Kunstgeschichte, also ich rede jetzt mal ein bisschen noch von der Renaissance, aber da fängt ja immer die Bildung in der Kunstgeschichte bei mir so an, ihren Höhepunkt des Zorns zu entwickeln, ist so einseitig. Aber wo gucken denn Frauen raus? Wo gucken sie dich an? Gut, inzwischen gibt es Kolleginnen wundervollerweise, die sowas ganz toll können. Und es macht mich auch richtig froh und noch stärker eigentlich. Aber das ist gar nicht so selbstverständlich und alt. Das ist erst lange mit der Frauenbewegung, den Frauen von der Westküste, Judy Chicago. Das hat sich ganz langsam entwickelt, dass Frauen zeigen, dass sie auch künstlerisch was zu sagen haben. Ihre Psychorealität ist eine gänzlich andere. Sie werden Opfer von Femizid, sie kriegen die Klitoris beschnitten, sie werden versklavt, sie werden vergewaltigt, jede dritte Frau ist Opfer häuslicher Gewalt irgendwann. Die haben eine andere Geschichte als Männer. Deswegen haben es Männer vielleicht nicht immer leicht und Frauen haben es auch nicht immer schwer. Aber es ist einfach anders und es gibt viele Dinge in der Wahrnehmung zwischen Kinderkriegen und Abwasch, die spannend sind, auch für die kulturelle Entwicklung einer Gesellschaft. Denn was trägt denn eine Gesellschaft mehr als die Säulen der Kultur? Was haben wir denn? Eine brennende, halb ersoffene Umwelt. Wir haben überhaupt eigentlich zukunftsmäßig wenig zu erwarten. Wir brauchen Ideen, wir brauchen Humor, wir brauchen Intellektualität, wir brauchen Kampfgeist. Und wir brauchen verdammt nochmal Muckis, um auch zu tragen, was wir an Verantwortung für unsere Kinder, für unsere Enkel haben. Das sind so spannende Themen. Ja, her mit den Frauen in der Kunst und die müssen das rüberbringen. Das ist spannend. Und die dürfen dabei auch mal dekorativ sein. Und die dürfen auch dabei von mir aus mit Nadel und Faden arbeiten. Aber das war immer ein Kriterium von Frauenkunst und besonders schlecht. Und alles, was groß war und in Fabrikhallen stattfand mit Hubwagen, war unglaublich männlich, weil das, klar, großes Bild, großes Geld. Aber Kunst, richtige Kunst, ist nicht nur eine reine Finanzsache. Richtige Kunst ist für mich eine Sache von Mut, von sich trauen. Und das kann ich mit einem Kugelschreiber auf einem Pflasterstein, genauso wie in der Sixtinischen Kapelle. So, und es sind jetzt so Sachen, die habe ich immer gedacht. Und jetzt kommt plötzlich in meinem fleißigen Leben eine unsagbare Flut daher und
zerstört mindestens 40.000 meiner Bilder. Alles, was ich je gemacht, gesagt, getan habe. Alle Manifeste, meine ganzen rosa Winkel, all das, was ich an Engagement in diesem Leben zu geben hatte, war weg. Es war ein Moment des vollkommenen Entsetzens für mich. Und weil auch mein Augenlicht stark eingetrübt und verletzt war, auch dem Wunsch aufgeben zu dürfen. Also ich wollte eigentlich nicht mehr gerettet werden. Das ist ein Moment, ich bin eine, die nicht mit Freundinnen Kaffee getrunken hat, die nicht Urlaub gemacht hat. Ich habe immer gearbeitet, voller Energie, und auf einmal war alles weg. Und da war auf einmal nichts, und es war auch schön. Ich will das jetzt mal an dieser Stelle ganz ehrlich sagen. Ich wollte auch jetzt Ruhe. Sollte jetzt nichts mehr sein. Es war einfach so, war nichts mehr da. Das ist eine sehr kluge Frage, denn ich war zwischen zwei Frauenbildern gefangen. Ich hatte eine Großmutter, die war eine femme fatale der 20er Jahre, Hut, Handschuhe, sexuell sehr frei, menschlich sehr frei, also ganz Köln hat vor der gezittert, ne? Das war die Superfrau, ne? Meine Großmutter. Keine mit Knoten im Nacken und Märchenbücher, sondern das war eine unfassbare Persönlichkeit, die kann ich mit so wenigen Worten gar nicht beschreiben. Und sie war natürlich auch böse, aber mit Stil, immer mit Stil. Und ich hatte eine Mutter, die hat für mich gekocht, die hatte einen eigenen Schrebergarten. Ich habe nie Tiefkühlgerichte oder Büchsenessen essen müssen. Ich hatte immer Obstgemüse aus ihrem Garten, eingelegtes Obst, frische, saubere Wäsche. Ich denke, es ist ganz klar, worauf das hinausläuft. Ich stand jetzt so dazwischen. Und es war ganz, ganz schwierig, bis ich mit 13 das Leben von Michelangelo Buonarroti gelesen habe, von Iring, diesen Schmöker, und dachte, ja, ist ja okay. Was heißt Frau, Frauenbild? Ich will malen wie ein Kerl. Ich bin ein Kerl. Schluss. Ich will der erste weibliche Michelangelo und Schluss. Und ich habe es bis nach Venedig geschafft, an eine Kirche und zu malen und Fresken zu machen. Ich habe alles gemacht, was Kerle machen, und ich male wie ein Kerl. Ich bin ein Zwitterwesen, aber nicht jetzt so ein sexuelles Zwitterwesen, wenn Sie verstehen, was ich meine, sondern ich habe mich einfach für ein freies Geschlecht im Hirn entschieden. Und ich finde, ich kann genauso schöne Frauen anschauen, ohne so eine Geschlechtsneurose, um mich an denen freuen, wie ich schöne Männer oder sympathische Männer einschätzen kann. Ich habe nicht dieses sexuell orientierte Bild auf Menschen, sondern das, was alle Künstler haben könnten, wenn sie wollten, dieses offene Bild. Deswegen war ich ja dann auch so verbittert, wie in der Wirklichkeit immer dieser Unterschied gemacht wurde, ne? Jungs kriegten mehr Geld, kriegten schneller die Professuren, die Lehraufträge. Das hat nicht in meine Welt gepasst, weil in meiner Welt ging man aufeinander und machte miteinander coole Sachen und nicht gegeneinander. Ich war sehr frustriert, dass die Wirklichkeit so anders war. Aber ich habe dann einfach mich entschieden, ich bleibe, wie ich bin, und habe Jiu-Jitsu gelernt und Karate und ein paar Dance gemacht und habe mir nichts mehr gefallen lassen. Aber das ist ein Seelenbild, was sich auch auf die Leinwand überträgt letztlich. Beantwortet das die Frage von, ansonsten bin ich keine starke Frau. Ich habe die ganze Fahrt nach Hamburg nichts essen oder trinken können, weil mir nur übel war vor Trauer und vor runtergeschluckten Tränen bei dem Anblick der Tiertransporte. Ich ertrage keine Qual von wehrlosen Geschöpfen. Ob das Frauen sind, Tiere, Bäume, das ist meine schwache Stelle. Quäl du einen Spatz oder dreht eine Schlange tot und du hast mich zum Todfeind. Also ne, ich bin in der Ecke extrem verletzlich, und ich finde aber, es tut unserer Gesellschaft gut, wenn es Menschen gibt, die beim Verletzen von Wesen, was immer es auch sei, verletzlich sind. Das ist ganz wichtig, und ich möchte das auch in meiner Malerei transportieren. Eine unendliche Zärtlichkeit. Ich verpacke die natürlich in schöne Farben. Ich verpacke die in einen sanften Pinselstrich. Ich versuche, die auszuzeichnen mit Lichtern. Aber gemeint ist immer dasselbe. Guck hin. Guck nicht vorbei. Und wenn man
Mein Lieblingsspruch ist, Malerin wird Frau nicht vom Wegsehen. Du musst hingucken und das ist schwer. Und da bin ich schwach, und zwar sehr. Fantastisch. Also ich habe mal einen Orgasmus gemalt. Das ist so toll, denn das ist das, was ich erlebe im Atelier. Ne? Sie fragen sich, warum ist die Frau so blöd und arbeitet nur? Ne? Das ist eine der Antworten darauf. Wenn dann die Farben aufeinander zulaufen und sich gegenseitig kitzeln und reizen und winzige, kleine, wässrige Ausläufer bilden, die sich mit kleinen Kränzen mit den anderen wieder verbinden, bevor sie sich vermischen und plötzlich unter sich eine Farbe begraben, die an den Rändern wieder auftaucht und dann schlagen die übereinander und sie brauchen eigentlich nur noch ein Licht zu sehen. Und sie schmecken regelrecht, wie die Farben sich umarmen, wie sie sich liebkosen, wie sie sich küssen. Das sind tief sinnliche Momente. Und dann ist es ja auch in der Malerei so, es gibt Maler, die haben Rakel, habe ich auch, damit kann man wunderbar arbeiten. Spachtel, habe ich auch, kann man wunderbar mitarbeiten. Aber es sind ja Prozesse. Erstmal kommt das Grundieren mit einem groben Pinsel, dann kommt die Feingrundierung mit einem etwas weicheren, da wird es ein bisschen abgeschliffen, da ist noch gar keine Farbe im Bild, da ist das schon alles da drauf, an Arbeit, an Liebe. Und dann fange ich an, das Gesso zart zu tönen. Und das findet auch noch grob statt. Da nehme ich auch teilweise Spachtel für oder verwische das mit Lappen und nochmal eine andere Farbe und nochmal und nochmal. Und dann fängt erst die Malerei an. Und wenn dann die Ölfarbe da drauf ist, dann wird es erst richtig aufregend, weil dann schmiere ich das, also es gibt die Fauvisten, die haben anders gearbeitet. Ne? Aber bei mir ist das so, ich habe so Fächerpinsel, so ganz feine. Und immer wenn ich was schön gemalt habe, schön, ne? Will ich ja gar nicht, will keine netten Bildchen, was schön gemalt ist, dann fange ich an mit dem Fächerpinsel zu wedeln und dann verweben die Farben sich und dann entsteht eine unsagbare Zärtlichkeit. Diese feinen Pinsel, wenn die in jeweils sauber, die meiste Zeit am Tag wasche ich Pinsel, wenn diese sauberen Pinsel die Farbe miteinander kopulieren lassen, muss man sagen, dann kommen die Farben changieren ganz zart. Deswegen braucht Kunst auch oft gutes Licht. Und unter dieser ganzen Weichheit kann ich so manche harte Aussage mitsamt Titel schön kurzfristig beerdigen, die dann an anderer Stelle als Samenkorn wieder Pflanzen treibt. Das ist sinnlich, das ist super sinnlich schön und das macht sau Spaß, diese Zartheit, diese Weichheit und dann plötzlich mit so einem griffelartigen, harten Pinsel eine Linie reinzuziehen, die man dann nach einer Seite wegzieht, sodass die den Hauch eines Schattens bilden. Das Ganze zu erleben, so zu bewegen, das ist, als ob sie ununterbrochen auf Weltreise sind und kleine Wunder sehen. Und das ist eine Art Liebesakt, nur nicht so, wie man sich den in der Pornografie vorstellt, sondern wie ich den Menschen eigentlich sowas an den Hals wünsche, damit sie sehen, wie wertvoll und kostbar ihr Leben ist. Es gibt es ja mit dem Apfel, ne, was den Arzt fernhält, wobei es fast arztfeindlich ist. Aber wie auch immer, ich habe mal immer gesagt, früher, als ich noch kein Hochwasser erlebt hatte und die Welt noch nicht so schrecklich war in meinen Augen, wie sie mir heute scheint, dass ich eigentlich mit Hilfe von Kunst alles tragen kann. Und ich habe also den sehr dramatischen Tod meiner Schwester nur überlebt, weil ich Tag und Nacht gemalt habe. Das heißt, das ist gar nicht so richtig lustig mit A Picture a Day Keeps the Doctor Away. Kunst ist wirklich was ganz Kostbares, das trägt auch. Und jede und jeder hat ein anderes Medium. Nach der Flut kam auf einmal eine Frau aus einem Altenheim in meiner Gegend und brachte mir ein riesiges Bild. Ich gebe zu, ich habe für dieses Altenheim früher mal eine Wand bemalt, zusammen mit Bewohnern. Das war eine sehr rührende Geschichte. Und nun hatten die sich an mich erinnert und an meine Verluste und kamen und brachten mir etwas, das war so schön. Und zwar all diese Menschen, die schon über 100 Jahre alt, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, waren, haben ein Poster in der Hand gehabt, auf dem stand, was sie mal gemacht haben, als sie nicht mehr konnten.
Der eine hat gesagt, Mann, so, ich habe Karten gespielt und dann ging es wieder. Und eine Frau sagte, ich bin zum Tanze gegangen und habe meinen Kummer weggetanzt. Und da waren 30 Leute von dem Eva-Altenheim in Gemünd, die haben ja alle ihren Überlebensspruch geschrieben. Und ich hätte geschrieben, Malerei trägt. Und Sinnlichkeit ist ja nur eine Sache, aber mit der Sinnlichkeit den Unsinn dieser Welt aufzufangen, ist wie ein Goldsieb. Also das hat sich so ergeben. Also Twitter war gerade neu erfunden. Also das war jetzt noch nicht das Medium von Trump, sondern man muss sich das so vorstellen, dass ich dachte, toll, das ist ein Medium für alle eingesperrten, unfreien Leute. Jetzt können die alle, die Ungehörten, auch mal was sagen. Da wusste ich noch nicht, wie sehr das einmal missbraucht werden würde. Ne? So weit ging also meine visionäre Kraft damals nicht. Und ich habe einfach, a painting a day keeps the doctor away, jeden Tag, also was auch immer gerade anstand. Ne? Ich hatte immer was Politisches zu nörgeln oder was Liebevolles zu erzählen, habe ich ein kleines Aquarell gemacht, neben meiner normalen Arbeit als Malerin. Die Zeit hatte ich immer. Und dann habe ich das abends eingestellt und dann ergab sich das ganz schnell, dass weit über 5000 Leute, weil das ja so neu, aus der ganzen Welt sich da zugruppiert haben. Teilweise Intellektuelle, aber auch ganz viele Künstler. Da waren zum Beispiel Künstler, die in Hausarrest waren in China. Da waren Künstler, die unheimliche Probleme hatten in der Türkei. Aus aller Welt, von überall, hatte ich auf einmal Kollegen. Das war so toll, jemand, die so einsam arbeitet wie ich und so, ja, fast wie mit einem Asperger-Syndrom, immer nur arbeiten, 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 nichts sehen, nichts hören. Ich bekam auf einmal aus aller Welt Probleme und Sorgen und Kunst und wir haben uns in der Sprache der Kunst, ich kann ja eher weniger Chinesisch oder Türkisch, ne? Wir haben uns nur mit der Kunst verständigt. Und es gab dann gemeinschaftliche Twitter-Ausstellungen und ich habe auch die erste Twitter-kuratierte Museumsausstellung der Welt überhaupt gemacht. Da haben alle Twitter-Leute abgestimmt, was in ein Museum gehört. Und dann habe ich im Museum in Simonskall eine Ausstellung gehabt mit all diesen Arbeiten. Und das war total schön, weil genau in diesem Museum war früher die Kalltalpresse, wo sich noch vor dem Zweiten Weltkrieg die Künstler alle getroffen haben, um die Welt zu retten, um eine neue Welt zu erschaffen. Unter anderem Red Marut, ne, der hat auf der Flucht vor der Räterepublik. Und also die ganzen Leute, die haben da unglaubliche Diskussionen gehabt und haben sich zusammengetan, auch meine Großeltern. Und jetzt war ich in diesem Museum mit der ersten Twitter-Ausstellung und mit Themen, die ganze Welt betrafen. Und zwar weit über Ozeane und Berge hinweg. Und es war ein unheimlich berauschend schönes Gemeinschaftsgefühl. Ich habe auf einmal gemerkt, wie Kunst Menschen immer wieder verbindet. Dass gerade Kunst, die über Grenzen ist. Ich bin ja auch der Ansicht, Menschenschutz endet nicht an der Grenze. Tierschutz endet für mich nicht an der Grenze. Und Kunst wird über die Grenzen hinaus erst befruchtet und fruchtbar. Und das fand ich so schön, ne? Dass man nicht immer sagt, in seiner kleinen Enklave, ich will jetzt ein Bild verkaufen und nicht du und nicht du, ich. Sondern dass dieses Miteinander, dieses Öffnen von Seele, von Geist, von Austausch, das war wunderbar. Das ist jetzt nicht so. Jetzt bin ich auf dem Medium der älteren Leute auf Facebook kleben geblieben, aber weil Twitter geht gar nicht und Instagram ist auch noch schön, aber es hat sich verändert. Und alles verändert sich und das auch. Aber ich finde gerade auch intellektuelle Einflüsse, politische Einflüsse. Also ich habe Kreispolitik, Stadtpolitik auch gemacht. Ich bin ein politisch sehr wacher Mensch. Das liegt aber daran, dass wir schon früher vor jedem Atomkraftwerk einmal einen Wasserwerfer kennengelernt haben. Ich komme aus einer Generation, wo Frauen und Männer sich auch wehren konnten, wenn sie was doof fanden. Und deswegen bin ich auch froh, dass ich heute hier in Hamburg bin, wo hier so große Klimadiskussionen stattfinden. Da fühle ich mich richtig am Platz. Ich bedanke mich für Ihre Gastfreundschaft.
den wunderbaren Café, diese herrlichen Räume, diese Ausstellung und hoffe auf eine tolle weitere Miteinanderarbeit und Austausch. Vielen Dank.